Über Jahrtausende hinweg galt die Zeit als unfassbares Geheimnis. Ein Verständnis dieses Phänomens schien völlig ausgeschlossen. Nur einer könnte die Zeit verstehen. Gott. Er war allgegenwärtig und stand doch jenseits von Zeit und Raum. Er wusste, was in der Zukunft passieren würde, und wenn er es wollte, konnte er sogar die Vergangenheit ändern. Gott herrschte über die Zeit und hatte die Geschehnisse in seinem Universum fest im Griff. Der Mensch, so schien es, könnte die Zeit hingegen unmöglich begreifen. Zeit ist etwas Geheimnisvolles. Man kann sie weder sehen noch riechen oder berühren. Und trotzdem ist sie überall. Das ist das Paradox der Zeit. Wir fühlen sie als Teil unserer Seele. Jeder Versuch, die Zeit zu verstehen, versetzt einen immer in Erstaunen. Ist das Ich meiner Kindheit dasselbe Ich wie jetzt? Und gibt es die Dinge der Zukunft vielleicht schon heute? Solche Fragen reizten von Anfang an. Im 17. Jahrhundert vergrößerte der Einsatz des Pendels als Gangregler die Genauigkeit der Uhren. Stunden ließen sich nun sogar in Sekunden einteilen. Spätestens jetzt wünschten sich die Forscher einen Verwalter der Zeit, der ihnen ähnelte. Die Wissenschaftler hatten einen Traum. Sie wollten gern Herren der Zeit sein, sie beschleunigen und verlangsamen oder sie sogar anhalten. Was würden uns Zeitreisen bringen? Wir könnten natürlich die Vergangenheit besuchen und sehen, was dort geschah. Und wir könnten in die Zukunft reisen und sehen, wie unser Schicksal aussieht. Mit Hilfe von Zeitreisen ließen sich alle Fragen beantworten. Wir könnten die Antworten aus der Zukunft holen und sie in die Gegenwart mitbringen. Der Versuch, die Zeit zu meistern, stürzt die Wissenschaftler seit Jahrhunderten in die seltsamsten geistigen Abenteuer. Immer wieder schien es dabei Durchbrüche zu geben. Jeder von ihnen war aber mit höchst unangenehmen Nebenwirkungen verbunden. Schon der erste Erforscher der Zeit zog eher unerfreuliche Schlüsse. Der britische Physiker und Mathematiker Sir Isaac Newton war der Pionier der Zeitanalyse. Seine Gedanken faszinierten seine Mitmenschen, auch wenn es ihnen nicht gefallen konnte, dass Marionetten bei ihm die Hauptrolle spielten. Newtons Werk war revolutionär. Vor Newton gab es nur Aberglaube und Magie. Nach ihm gab es die Gesetze der Bewegung und der Schwerkraft. 30 Jahre lang. Newtons Idee der Zeit hatte eine Schattenseite. In Newtons Augen war die Zeit so feststehend, so geordnet, dass sie vom Anfang aller Dinge an geplant sein müsse. Auch unsere Zukunft stünde demnach längst fest und wir könnten nichts dagegen tun. Newtons Gesetze hatten einen philosophischen Haken. Die Zukunft ist vorbestimmt. Wir sind nichts als Marionetten und lesen unser Leben aus dem Buch des Schicksals. Wir mögen die Vorstellung, dass unsere Taten von morgen allein durch unsere Entscheidungen bestimmt werden. Nach Newtons Ansicht wurde aber alles, was wir morgen tun, schon zu Beginn der Zeit festgelegt. Newtons Erkenntnisse hatten enormen Einfluss. Fast 200 Jahre lang beherrschten sie die Wissenschaft. Erst eine große Entdeckung konnte ihnen den Rang ablaufen. Eine Entdeckung, die wie ein Schock wirkte. Albert Einsteins Theorien verwirrten seine Zeitgenossen, doch sie führten auch geradewegs zur Atombombe. Die Zweifler und Kritiker, die Einsteins Gedanken für abwegig hielten, konnten nicht anders. Von diesem schlagkräftigen Argument mussten sie sich überzeugen lassen.
Auch in der wissenschaftlichen Welt schlugen Einsteins Ideen ein wie eine Bombe. Sie zerstörten ein Bild von Zeit und Raum, das ich 200 Jahre gehalten hatte. Einsteins Theorie ist ein trojanisches Pferd. Auf den ersten Blick ist sie wunderschön, aber in ihrem Inneren lauern Kobolde und Dämonen. Laut Newton gab es nur eine Zeit, also auch nur ein Jetzt. Einstein widersprach. Er meinte, dass die Zeit viel komplizierter und seltsamer wäre. Sie sei genau wie der Raum. Jeder Winkel der Erde existiert in diesem Augenblick und auch jeder Moment der Zeit existiert jetzt. Irgendwo im Universum leben längst schon unsere Nachfahren und an irgendeinem anderen Ort existieren auch unsere verstorbenen Vorfahren noch immer. Zukunft und Vergangenheit sind demnach ebenso real wie die Gegenwart und sie warten auf uns. Einstein glaubte sogar zu wissen, wie man sie erreicht. Die Lösung, so der Denker, sei die Geschwindigkeit. Bislang waren die Forscher davon ausgegangen, dass die Zeit überall die gleiche Geschwindigkeit habe. Einstein zeigte, dass dem nicht so war. Das Vergehen der Zeit hängt von der Geschwindigkeit ab, mit der man sich selbst bewegt. So seltsam es klingen mag, je schneller man reist, desto langsamer vergeht die Zeit. Einstein veränderte unsere Vorstellung von der Zeit. Er zeigte, dass die Zeit gekrümmt werden konnte und dass nicht alle Uhren gleich schnell laufen. Eine Uhr, die fast mit Lichtgeschwindigkeit läuft, würde nur sehr langsam ticken. Die Zeit ist relativ. Je schneller man selbst ist, desto langsamer wird die Zeit. Eine Uhr ganz oben an einem Hochhaus läuft etwas schneller als die Uhr im Erdgeschoss. In der Nähe eines Neutronensterns oder im Zentrum eines schwarzen Lochs wird die Zeit sehr langsam und bleibt vielleicht sogar stehen. Einstein kannte die erstaunlichen Konsequenzen seiner Theorie. Wenn sich die Zeit beschleunigen oder verlangsamen ließe, dann ließ sie sich auch manipulieren und kontrollieren. Ein Mensch könnte diesen Effekt nutzen und seine eigene Zeit verlassen. Zeitreisen wären tatsächlich möglich. Schon jetzt sind Zeitreisen viel mehr als nur die fixe Idee von Science-Fiction-Autoren. Sie finden längst statt. Die Zeitreisenden der Wirklichkeit erleben Einsteins Erkenntnisse am eigenen Leib. Zu ihnen zählen unter anderem die Kosmonauten an Bord der Raumstation Mir. Der bislang größte Zeitreisende ist ein Kosmonaut namens Sergei Avdejev. Er war 748 Tage an Bord der Mir und reiste mit 27.000 Stundenkilometern. Als er zurückkam, war er deshalb eine 50stel Sekunde weniger gealtert, als wenn er zu Hause geblieben wäre. Mit anderen Worten, bei seiner Rückkehr war die Welt eine 50stel Sekunde weiter, als er erwartet hatte. Er war also ein 50stel einer Sekunde in die Zukunft gereist. Zugegeben, eine 50stel Sekunde klingt nicht eben beeindruckend. Doch die Kosmonauten an Bord der Mir hätten auch deutlich weiter in die Zeit reisen können. Sie bräuchten dafür nur schneller zu sein. Stellen Sie sich vor, dass ich nahezu mit Lichtgeschwindigkeit in einer Rakete reise und ein Jahr unterwegs bin. Wenn ich zurückkomme, stelle ich fest, dass Sie 10 Jahre älter sind. Ich war ein Jahr weg, aber hier auf der Erde sind 10 Jahre vergangen. Ich bin also 9 Jahre in die Zukunft gereist.